Zur Lebensintelligenz gehört freilich auch, dass diejenigen, die sich diesem Aussetzungs-, Auswurfs-, Erprobungs-, Experimentierbühnenschauspiel hingeben, die Begrenztheit der Abenteuerreise verspüren und gleichwohl nach jedem kleinen Fall wieder aufstehen, um sich dieser vergnüglichen Reise frohlockend weiter zu bedienen, dass diese dann mit entsprechenden Belohnungen und Belobigungen für ihr rechtes Wohlverhalten gratifiziert werden, zum Beispiel mit der Freude des Wahrnehmens des überwältigenden Schauspiels, dessen, was sie als Schönheit, als Erhabenheit, als Struktur, Fantastizität von Buntheit, Tanz und Spiel, Glimmern, Glittern, Bifurkationen, die sich unendlich verzweigen und Muster bilden. Sprich, als dieses überwältigend grenzenlos komplexen und ausgedehnten Mandelbrotschen Bifurkationsspiel, das sie Schönheit nennen, weil Schönheit ja nichts anderes ist als das, was am Ende übrig geblieben ist und sich durchgesetzt hatte. Der Berg, der noch da ist, die Pflanze in seinen Verzweigungen, das Meer, das vom Sonnenlicht noch nicht verbrannt ist, sich in sich seine zwei Bestandteile, zwei Gase aufgelöst hat und entschwunden ist. Die fraktalisierten, ausgefransten Felsen, die noch immer der täglichen Erosion zu trotzen vermochten und noch nicht verschwunden sind, wie dieser kleine Fels da hinten am Ende des Strandes, der jedes Jahr um wenigstens ein Drittel kleiner wird. Nächstes oder übernächstes Jahr wird er weg sein. Die Belohnung also von noch sensationelleren neuen Häuten, noch aberwitzigerer Prallheit, noch sensationelleren Apparaten, Silhouettierungen, Proportionierungen, Aufgestelltheiten, Aufschwellungen, Einschwellungen, saftiger Elastizität und so weiter. Das ist der Lohn jener Tautologie, die sich Schönheit als das übrig gebliebene, man weiß nicht, selbst belobigt oder beschimpft, in ihrem
in ihrer Wechselwendigkeit. Und das gehört eben zur Lebensintelligenz dazu, dass das wahrzunehmen ist in ihrer Blendschönheit, in ihren Düften, in ihren Texturen und Konsistenzen und Geschmäckern und Gerüchen und Vibrationen und allen sonstigen Modalitäten der Wahrnehmungsapparaturen, beginnend mit den Proprio-Rezeptoren des unglaublichen, gefühlssicheren Trittes, den Fuß heben zu können, und die Erde schiebt sich dann ein wenig unter einen hindurch, ohne dass man befürchten müsste, einzusinken. Außer man ist zu blöd, in Treibsand zu geraten.